Ja, hallo liebe Fans der Fußball-Ecke, ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört und auch nichts mehr gesehen, was daran lag, dass bei den Testspielen von Wietzendorf die Temperaturen einfach zu hoch waren für meine Kameras. Ja, und zum anderen gab es halt auch lange Zeit nichts zu berichten, außer Trainingseinheiten und Corona. Corona wird uns sicherlich auch heute weiter verfolgen in dem Interview und ich habe mir, oder ich wurde mal eingeladen, ich bin hier in Fassberg bei Dieter Seiwig, dem Trainer vom ASV Fassberg. Dieter, vielen Dank, dass du da am Zeit gefunden hast. Ja, gerne. Machen wir immer mal. Und ja, es passt. Ich wollte nicht nur mit Wietzendorf über das Thema reden, sondern auch mit Auswärtigen, in Anführungszeichen, aus einem anderen Kreis. Hier passt das jetzt wie Arsch auf einmal, hätte ich fast gesagt. Denn Ronny war Trainer beim ASV Fassberg. Ronny ist jetzt Trainer beim TSV Wietzendorf. Und Dieter ist quasi Ronnys Nachfolger geworden. Ja, ihr habt beide schon mal zusammengearbeitet, Dieter. Merkst du noch irgendwie die Handschrift vom Ronny in Fassberg? Ja, ich sag mal, durch die lange Corona-Pause hat man schon am Anfang gemerkt, dass Fußball und alles ziemlich weit nach hinten gerutscht ist bei den Jungs. Ja, ob man noch was sieht von Ronnys Handschrift, ist schwer zu sagen, aber zwei Dinge, die eigentlich nichts mit Fußballspielen zu tun haben. Das eine war, dass die Leute eigentlich, egal warum es zur Trennung gekommen ist von Ronny, eigentlich die Mannschaft überhaupt nichts Negatives über Ronny sagt. Und vor kurzem hat ein Spieler gesagt, jedes Mal, wenn ich dran denken muss, wenn Ronny eine Kabinenansprache gehalten hat, kriege ich bis heute noch Gänsehaut. Und ich denke mal, das ist ein absolutes Lob, was Ronny immer noch und den Stellenwert, den Ronny immer noch hat bei unserem Verein. Ronny, für dich oder an dich natürlich die Frage, ich weiß, du hast in Wietzendorf eine Menge zu tun, du musst da das Team zusammenstellen, du musst bei den Spielen deine Leute finden, aber verfolgst du Dieter bei seiner Arbeit beim ASV Fassberg? Ja, definitiv. Also ich habe im Prinzip vom ersten Tag an geguckt, was die Fassberger Mannschaft macht. Ich war jetzt auch beim Testspiel gegen unsere Zweite mit da, habe mich ja bewusst auf die komplett andere Seite gestellt, um weder bei den Wietzendorfern noch bei den Fassbergern zu stehen. Muss aber auch sagen, ich habe mich tatsächlich, und den Wietzendorfer mögen es mir verzeihen, ich habe mich tatsächlich auch gefreut für die Fassberger, dass sie das Ding endlich gewonnen haben. Die Durststrecke, die sie hinter sich haben, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, war schon echt unglaublich. Und kann man nur den Hut vollziehen, dass die Jungs das trotzdem zusammengehalten haben und trotzdem so weitergemacht haben. Ja. Wir wollen ja heute über die Situation sprechen während Corona, also das heißt die Zeit, die jetzt hinter uns liegt, und ganz, ganz wichtig auch über die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Fußball, Punktspiele, 6.9., 13.9. startet die Saison mit Corona, denn Corona wird bis dahin ja nicht weg sein. Dieter, du bist jetzt ja neu dabei beim ASV Fassberg. Ist es irgendwie, oder bewerte mal die Situation, dass man eine Mannschaft während einer Corona-Pandemie übernimmt, in der man sich ja eigentlich recht selten und wenn dann unter Auflagen sieht. Wie geht sowas vonstatten? Also beurteile das mal bitte. Also ich hatte ja Glück, wo ich den Job übernommen habe. Ich glaube, eine Woche später durften wir trainieren, durften unter Wettkampfbedingungen trainieren und dann auch relativ zügig Freundschaftsspiele machen. Was momentan ein relativ großes Problem ist, ist die Geschichte mit den Zuschauern. 50 Stück, wenn sie stehen, ab 50 müssen alle sitzen. Und das große Problem ist, dass die Leute oder manche Leute viel, viel Unverständnis für diese Corona-Geschichte haben und sich dann auch dementsprechend verbal und auch akustisch dann gegenüber den Leuten, die es versuchen durchzusetzen, dann sage ich mal so ein bisschen daneben benehmen. Wir hatten es am Freitag, da hat eine Damenmannschaft bei uns gespielt, da saßen die ganzen Zuschauer aufeinander, da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier, wie sieht's denn mal aus? Und dann habe ich nur gehört, wir sind eine große Familie und deswegen, ja, das, ich denke mal, das kann vielleicht das Problem werden. Ich glaube nicht die Teams, aber eher die Zuschauer und der Rahmen drumherum, der könnte vielleicht, was wir nicht hoffen, uns das Genick brechen. Ja, Ronny, du hast dein Team jetzt ja schon etwas länger und war es da einfacher, mit dem Team etwas zu bewegen, beziehungsweise in Kontakt zu bleiben, also während dieser Pandemie? Ich meine, ich war auch in der WhatsApp-Gruppe, sicherlich wurde hin und her geschrieben. Die Frage ist halt immer, wie versucht ein Trainer in dieser Zeit, die Jungs bei Laune zu halten? Das ist jetzt für mich relativ schwierig zu beantworten, weil die Jungs sich selber bei Laune gehalten haben. Ja. Also zum einen muss man dafür ein großes Lob an den Verein aussprechen. Die haben uns sofort alles zur Verfügung gestellt, was wir gebraucht haben. Ne, sei es Desinfektionsmittel an allen möglichen Orten und Enden und Ecken. Aber die Jungs haben, und ich glaube, das ist so, dieser Drive, den sie haben, dem fehlt es ja dann auch zusammen zu sein. Mhm. Gar nicht unbedingt das Fußballspielen, das Miteinander, was sie haben. So, die wurden ja nicht nur beim Fußball getrennt, die wurden ja überall getrennt.
Und ja, Fußball war dann so der erste Anlaufpunkt, wo sie dann wieder gemeinsam durften. Selbst wenn man erstmal ohne Kontakt trainieren durfte, aber zumindest hat man sich mal wieder gesehen, man konnte sich über eine geringere Entfernung unterhalten, man konnte wieder miteinander lachen. Das hat es mir relativ einfach gemacht, ehrlich gesagt. Ne? Und als es dann wieder richtig losging, man hat auch gemerkt, da ist Feuer drin. Ne? Die wollten das. Es war wie ein Pferd, was man nach einer Winterpause wieder auf die Wiese lässt, auf die Koppel lässt. Dann ist man völlig eskaliert und von daher war das jetzt nicht so das Thema. Wir müssen halt nur zusehen, wie geht's weiter, ne? Noch haben wir es hinter uns. Das mit dem Eskalieren kann ich bestätigen. Ich war beim ersten Training dabei. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass man keine Zweikämpfe führen durfte, dass man keine Spielsimulationen machen durfte. Das heißt, im Prinzip hat man ein Training gemacht mit Torschüssen. Hat keinen geärgert, hat keinen gestört. Die Jungs waren einfach nur froh, dass sie den Ball wieder mit Ziel irgendwo hinschießen konnten. Ja, wieder Frage an Dieter. Wie siehst du den Fußball generell während der Pandemie? Wartest du täglich auf die wiederholte Unterbrechung oder meinst du das Konzept, wo du gerade schon drüber gesprochen hast, macht Sinn, ist in Ordnung oder gibt es da eventuell was man, eine Kleinigkeit, die man vielleicht verbessern kann, damit der Fußball weiterläuft? Ich glaube, verbessern gibt es nur eins, dass die Leute das einfach akzeptieren und verstehen. Und wenn ich heute in der Zeitung gelesen habe, dass ja dieses Supercup-Spiel, glaube ich, zwischen Bayern und Inter Mailand soll jetzt vor 20.000 Zuschauern stattfinden. Ja, ich sag mal, wenn es die Großen können, dann können wir es als Kleine dann oder sollten wir es auch dürfen. Aber wie gesagt, wir haben es, glaube ich, nicht in der Hand. Das ist meiner Meinung nach eine politische Sache oder dementsprechend dann vom Niedersächsischen Fußballverband, dass dann hoffentlich nichts kommen wird. Weil ich glaube, nochmal, weiß ich nicht, ist die ganze Saison meiner Meinung nach eine bestimmte Überraschungskiste. Ja. Weil wir waren ja alle Mannschaften. Genau, aber du sagtest gerade, auf der einen Seite lesen wir jeden Tag die erhöhten Zahlen, also die Zahlen steigen ja wieder. Auf der anderen Seite liest man aber dann als Fußballer jetzt, wie du gerade sagst, diesen Lichtblick, dass sie versuchen, den Supercup Ball gegen Sevilla, glaube ich, mit Zuschauern auszutragen. Das ist dann ja für uns alle schon so ein bisschen, ich habe es mal gelesen, die Engländer haben es geschrieben, Deutschland ist unser Vorbild. Das, was Deutschland macht, können wir in 3 Wochen auch. Ist natürlich schon so ein kleiner Lichtblick, dass eventuell bald wieder regulär, vernünftig Fußball gespielt werden kann, oder? Ja, ich hoffe es oder wir hoffen es alle, weil ich sage mal auch, bei so einem Verein wie der ASV Fassberg sind die ASV-Ultras, so wie sie bei uns heißen, die Fans, natürlich unbandig wichtig und er gehört eigentlich zu diesem ganzen Konzept und zum vernünftigen Sonntag, egal ob wir das Spiel verlieren oder gewinnen, die Fans, das gehört einfach mit dazu und ich denke mal schon, dass das die Spieler dann auch wieder positiv beeinflusst. Ronny, dein Team, Abbruch, Tabellenplatz 2, 3 Punkte hinter den Tabellenführer Germania Walsrode, die jetzt in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Geht dein Team mit hängenden Köpfen in die Saison, weil sie den Abbruch und den beschissenen zweiten, ich nenne es jetzt mal einfach so, zweiten Platz im Kopf haben oder mit dem Motto Attacke jetzt erst recht? Ich meine, man hat mit Brelo und ich finde tatsächlich mit dem MTV Soltau zwei enorm starke Konkurrenten um den Platz da oben. Hilft sogar der zweite Platz vielleicht nach dem Abbruch, um die neue Saison anders zu bestreiten oder besser? Es ist, glaube ich, bei uns in den Köpfen, es war ein bisschen Ärger drin, weil es einfach möglich gewesen wäre. Und wenn man da steht, dann möchte man das auch. So, das ist einfach so. Ne? Wir haben gesagt, wir haben ja eigentlich das Ziel, dass wir oben mitspielen, das Team ein bisschen verjüngen. Aber klar, wenn du da oben bist, dann möchtest du auch. Das ist so, ne? Erster werden ist immer schön, keine Frage. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr hilft, aber ich glaube einfach, dass die Jungs ehrgeizig genug sind, ohne irgendwelche Vorgeschichten zu sagen, wir wollen trotzdem Erster werden. Brelo wird wieder eine enorm starke Truppe auf den Platz stellen, die vor allen Dingen durch Kampfeswillen und Siegeswillen daherkommt. Ich glaube, dass wir fußballisch tatsächlich noch einen qualitativen Tick stärker sind als Brelo. Aber die haben uns gerade ein Pokalspiel vorgemacht, was es heißt, sich wirklich zu 1000% reinzuschmeißen. MTV Soltau müssen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. Gut, wobei, wenn die Erster werden, dann werden die Erster. Ne? Solange die Erster nicht aufsteigt, hilft denen das nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Also, klar, am Ende des Tages, wenn du da oben bist, dann wirst du auch Erster werden. Dieter, wieder zu dir und zum ASV Fassberg. Ich habe ja natürlich, ich verfolge das ja auch so ein bisschen bei Facebook, was da so passiert. Und ich habe ein Interview, ich glaube am Sonntag war das, beim Fußballportal Zelle verfolgt. Und wir haben ja auch schon mal so gesprochen. Du sagtest da halt, dass du in Fassberg erstmal an vielen arbeiten musst, weil es halt auch vereinzelt in den Grundlagen fehlt oder hapert, sage ich jetzt mal so.
Ronny hat es gerade gesagt, der Sieg gegen unsere Wiesnacher zweite, 444 Tage, glaube ich, habe ich gelesen, ist enorm lange Zeit, aber danach das Testspiel, glaube ich, auch wieder gewonnen. Ja. Ja, wie weit bist du mittlerweile mit deinem Vorhaben, Fassberg aufzubauen? Also A, haben wir erstmal Glück gehabt, dass wir nicht abgestiegen sind. Das ist, glaube ich, das einzig Positive an Corona. Was uns vielleicht auch helfen kann in der Saison ist, dass alle so ein bisschen vielleicht Fassberg belächeln und sagen, ja, letzte Saison 0 Punkte, so eine kleine Opfermannschaft, das kann uns vielleicht zugutekommen. Aber auf deine Frage, wie weit bin ich, ja, diese 444 oder 43 Tage ohne Sieg, das hat natürlich bei den Leuten mental ganz schön geknabbert, das Ganze. Und ich sage, mit diesen einfachen Dingen meine ich, ich brauche jetzt nicht großartig ein Spielsystem trainieren, sondern wir müssen echt wieder ganz unten anfangen, dass die Leute Vertrauen kriegen, weil die können sie alle. Also ich muss mit denen nichts Fußball spielen lernen, das haben sie bei Ronny gelernt und bei mir damals schon, aber die müssen einfach vom Kopf her, und da merkt man bei manchen Situationen, da ist der Kopf einfach nicht frei, und das ist, glaube ich, nicht nur Trainerarbeit, sondern auch so ein bisschen Psychologie, Psychiaterarbeit, ist so. Okay, die Frage kann ich im Prinzip fast genauso weitergeben. Ronny, wie weit siehst du deinen TSV bereit für den Start in die Saison? Bedingt. Gemessen daran, dass wir ja jetzt doch wieder mit relativ vielen Verletzten in der Vorbereitung aufwarten, müssen wir einfach sehen, wo wir uns einsortieren. Also die Jungs sind bereit. Wir haben ja auch vor, wir haben ja im Prinzip keine wirkliche Sommerpause gemacht. Ne? Dadurch, dass wir abgebrochen haben mit Corona, Zwangspause gemacht haben, hatten die Jungs einfach Bock durchzutrainieren. Also sie sind fit. Keine Frage. Ja, natürlich mit Jerry Kehler, Max Tischer und jetzt auch noch Marvin Elser und Co., ne, Lukas Eger, so viele Verletzte schon wieder, die einfach ungeplant dazugekommen sind. Da wird es einfach eng. Ne? Dann wird es einfach eng im Kader. Und da geht es dann so ein bisschen wie letztes Jahr aus den Möglichkeiten, die wir haben, das Beste machen. Das hat gut funktioniert. Und mit Wintermoor, denke ich mal, haben wir einen Gegner, der unangenehm ist, aber deren Heimplatz liegt unserer Spielweise ganz gut. Ja, im Prinzip kommen wir schon fast zum Ende des Interviews. Ich habe noch zwei Sachen zum Abschluss, und zwar eine Frage an euch beide. Das soll es dann eigentlich auch irgendwann mal gewesen sein mit dieser Corona-Geschichte. Aber gibt es irgendwas, du hattest es gerade schon gesagt, positiv an Corona, euer Nichtabstieg, aber gibt es generell, was den Fußball betrifft, vielleicht doch irgendetwas Positives, was die Corona-Pandemie bewirkt? Ja, ich denke mal, dass der in der Mannschaft der Zusammenhalt doch auch gewachsen, so wie es Ronny auch gesagt hat, und dass die ganzen Leute, die Zuschauer, ja heiß sind, und vielleicht, wie gesagt, wenn alles dann dementsprechend mal wieder freier wird, dass das dann auch ein positives Signal an alle ist. Ronny? Ja, ich hoffe auch, ne, der Zusammenhalt, das ist das, was man wirklich gemerkt hat, was stärker geworden ist. Ansonsten kann man denen nicht viel Positives abgewinnen. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt mal ein paar Spielklassen höher gehen, klar, da geht es um Geld, aber das ist es denn eben auch. Das scheint dann an der Stelle manchmal wichtiger zu sein als andere Dinge. Damit kann man im Amateurfußball nicht aufwarten. Und das ist was, was dann nicht positiv ist, sondern eigentlich eher traurig schon in der ganzen Geschichte. Also ich sehe es auch, wenn ich da auch mal was zu sagen darf. Ich finde es halt auch, dass diese Pandemie tatsächlich als positiv ist. Das Ganze, was wir Fußball nennen, ja, was ja immer mehr zum, weiß ich nicht, jeden Tag fast hier das, jeden zweiten Tag das, im Fernsehen hier. Ich hatte, also ehrlich gesagt, ich war an einem Punkt angelangt, wo ich schon fast keine Lust mehr hatte auf Fußball, weil einfach zu viel auf einmal kam. Und ich habe Fußball tatsächlich in den ersten 2-3 Wochen auch gar nicht vermisst. Ich habe tatsächlich gesagt, wow, ein Wochenende ohne Fußball, es geht und es tut auch gar nicht weh. Aber nach der 4. Woche, dann ging es genauso, wie es bergab ging, es dann halt auch wieder bergauf. Ja, das Letzte, so eine kleine Frage, die mich interessieren würde. Moment, Dieter Antida, was meinst du? Wo stehst du in 5 Jahren als Trainer? Tja, natürlich hoffe ich immer noch beim ASV Fassberg, und ich denke mal, in 5 Jahren nichts mit dem Abstieg zu tun haben und vielleicht irgendwann mal meinen Aufstieg in die Kreisliga mitspielen zu können. Ist halt immer schwierig, was kommt an Nachwuchs, wie gestaltet sich das Ganze. Und aber ich denke mal, was für mich in den nächsten Jahren das Wichtige ist, dass wir trotz allem das, was ist, unser Fairplay nicht vergessen. Weil wenn man jetzt schon wieder hört, dass das ein oder andere Spiel bei uns im Kreis abgebrochen worden ist, wegen ja Fairplay, das nicht stattgefunden hat. Ich hoffe, dass das nicht noch irgendwann mal schlimmer wird wie Corona. Okay, und Ronny? In 5 Jahren
hoffentlich auch eine Liga höher. Ne? Das ist einfach der Plan. Ich denke mal, jeder, der irgendwie in einer Form und Art und Weise Sport betreibt, möchte immer mal einen Schritt weiterkommen. Das hat irgendwann talenttechnische limitierte Grenzen. Aber Bezirksliga sollte auf jeden Fall noch drin sein. Und am liebsten natürlich mit dem PSV. Das war natürlich ein toller Abschlusssatz. Mich hat es gefreut, dass ich heute hier sein durfte. Ich fand es toll, dass ihr beide euch so kurzfristig zur Verfügung gestellt habt, dass ihr so ehrlich geantwortet habt. Und ich denke, ihr habt euch einfach gefreut, dass es mal wieder um Fußball ging. Besonderes Duo, ehemaliger Trainer vom ASV Fassberg, aktueller Trainer vom ASV Fassberg und natürlich Ronny mittlerweile Wietzendorfer. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, in Wietzendorf geht es am 6.9. wieder los mit der Pflichtspielsaison und beim ASV Fassberg am 13. Und bis dahin, ja, sagt man leider momentan immer, ne? Gesund bleiben, reinhauen, euer Lemmy. Ciao!